Als die Dunkelheit hereinbricht, wandern eure Gedanken zurück zu vergangenen Ereignissen und wohlverdienten Triumphen. Ein befestigtes Lager, von der Küste völlig abgeschieden und abgeschirmt, stellt für eure List und Tücke keine große Herausforderung dar. Im Lager tummeln sich allerhand Räuber und Schurken, doch in ihrer Mitte seid ihr quasi unsichtbar. Durch eine starke Böe werdet ihr aus euren Erinnerungen gerissen. Sie erhebt euch über das Lager und den Wald hoch in die Lüfte. Die Morgensonne lässt euren Körper zu einer Silhouette werden und einen Moment lang fühlt ihr euch wie ein Vogel, frei von allen Sorgen und Pflichten des Erdendaseins. Doch dann werdet ihr von unsichtbaren Händen zurück zur Erde geholt und mit einmal fühlt ihr euch mehr wie ein Sandsack als wie ein Vogel. Die Erde zeigt sich über euren kurzen Anflug von Untreue keineswegs gekränkt und empfängt euch sanft und ohne Widerstand zu leisten. Kurz darauf wird alles schwarz und euch wird klar, dass ihr direkt ins Erdinnere eingedrungen seid. Das Gestein um euch herum erhellt sich und langsam nimmt eine Höhle Gestalt an. Jedoch reicht eure Sicht nur ein paar Schritte weit. Ihr taumelt vorwärts und seht euch Auge in Auge mit euch selbst. Vor euch steht eine Statue aus Stein, die euch bis aufs kleinste Detail gleicht. Aus der Dunkelheit ertönt eine Stimme, die euch, wenn auch in amüsierten Ton, Anschuldigungen an den Kopf wirft. Dein Stolz, großer Plünderer, ist unverdient, wo doch dein ganzes Dasein nur geliehen ist. Ehre, wem Ehre gebührt, und Ehre muss gezollt werden, wo es verlangt wird. Aus der Dunkelheit zischt ein Dolch aus Knochen und trifft auf die Statue. Sie wird nur leicht beschädigt. Doch ihr verspürt einen Schmerz, als würde dir in der Mitte entzweigerissen. Du wurdest so gemacht, wie du bist, warnt euch die Stimme. Und genauso kannst du auch vernichtet werden. Ihr fallt zurück ins Nichts und wälzt euch auf eurer Lagerstätte bis zum nächsten Morgen unruhig hin und her. Also ein weiter ominöser Traum. Und wir haben die Fähigkeit bekommen, Gift verlangsamen. Ist doch praktisch. Ihr seid Gerugondas und Dünner hier. Auch wenn die Traumsequenz ein wenig unpassend war, denn wir haben uns ja nicht ins Lager reingeschlichen. Nur gehen die Spielentwickler davon aus, dass man das macht, weil das eigentlich so der Standardweg ist, weil es einfacher ist. Aber gut, ich wollte eigentlich nicht nach dem Süden weiterlaufen, sondern ich wollte hier die Karte verlassen und dann nach Beelgost. Da schauen wir dann gleich beim Schmied vorbei. Oh, der Mantelwald ist hier jetzt auch freigeschaltet. So, Beregas da. Und ab zum Schmied. So, und jetzt schauen wir doch mal, wie viel dabei rumgekommen ist bei dem Ganzen. Unsere Taschen sind ja voll bepackt bis zum geht nicht mehr. Teilweise auch mit magischen Sachen, die wir verkaufen können, weil wir sie nicht wirklich brauchen. Und wir haben jetzt schon 5300 Goldmünzen. So, ein paar Sachen können wir aber nicht verkaufen, sondern echt nur die Waffen, weil es ja halt ein Schmied ist. Aber die können wir in der Taverne abgeben bei der Kommandantin und die restlichen Sachen beim Wirtsmann verkaufen, soweit ich weiß. So, das kann schon mal weg. 1500 Goldmünzen sind hier wert. Aber trotzdem verkaufen wir sie noch nicht. Wir können ja erstmal noch eine Weile herausfinden, wem sie gehören. So, das kann weg. Okay, er kauft Edelsteine, aber keinen Schmuck. Na gut. Das. Kriegshammer plus 1, 750. Das ist schon mal gut. Hellebarde 1000. Plattenpanzer 240. Hoho, 7500. Schön, schön. Das auch weg. Auch weg. Auch weg. Oh, das haben wir noch gar nicht identifiziert. Sollten wir gleich mal machen. Das kann auch alles weg. Noch ein Kriegshammer plus 1, der kann auch weg. 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 8400. Schön. Die haben alle drei eine magische Waffe, also plus 1, plus 1, plus 2 und haben alle drei auch schon ein magisches Schild. Shahira hat die magische Schleuder, Imon hat ein magisches Kurzschwert und sie hat einen magischen Zweihandstab.
Was brauchen wir denn eigentlich noch? Die Schattenrüstung für Imrhun wäre ganz nett, klar. Ein Feldharnisch für Kaled und Minsk. Aber sonst. Nee, sonst brauchen wir von ihm nichts. Holen wir kurz den Feldharnisch. Ja, das gönnen wir uns doch mal. Und die kriegt Khaled. So. Ja, minus 4. Schön, schön. Den Plattenpanzer können wir auch gleich verkaufen. Das sollte zu ihr zum Identifizieren. Das Schild auch und das Schwert auch. Ah, das kann sie sogar schon so ohne Zauberspruch. Schild plus 1 kann dann Jahira haben. Die ist ja noch im Positiven hier, was gar nicht gut ist. Oh, und sie braucht Steine. Das Schild kann auch weg. Schwert kann verkauft werden. Und die Feuerschutzrobe auch. Davon hatten wir schon eine, glaube ich. So. Plattenpanzer, Schild, Kurzschwert, Robe. Weg. 2400. Gut, soweit sind wir hier fertig. Dann ab ins Gasthaus, wo wir den Schmuck verkaufen können und die Scalps einlösen. Okay, das war die falsche Taverne. Stimmt, die Kommandantin ist im windigen Schwindler. Aber gut, schauen wir uns hier mal um. Ja, hier können wir auch verkaufen. Eine Perlenkette 500, das ist doch schick. Ansonsten, da ist noch ein Ring. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das kann auch weg. Das kann. Obwohl, 30 Goldmünzen nur, das kann nicht richtig sein. Der versucht uns über den Tisch zu ziehen. Ne, weg hier. Gehen wir zur anderen Taverne. Hier unten. Ja, hier sind wir richtig. So, hallo. Genau, wir wollen die verkaufen. Wer hatte davon noch welche? Khaled, ne? Ja. Sonst niemand? Doch, da sind auch noch vier. Dass die alle so ein paar Haarbüschel im Rucksack rumliegen haben, ist auch eklig, aber na gut. So, das war's an Haaren. Hier hoch. Nicht mit der Dame schnacken. Ist ein wenig voll hier. Und hier können wir nichts verkaufen. Na gut, schlafen wir einmal königlich, das haben wir uns verdient. Und dann speichern wir ab. So, LP 31. So, aber eigentlich wollten wir jetzt noch unsere Gemischtwaren, also die Zaubersprüche und den Schmuck verkaufen. Aber da der andere Tavernenbesitzer uns anscheinend über den Tisch ziehen will, laufen wir einfach kurz nach Naschkel. Obwohl, wir könnten uns auch einfach ein bisschen weiter hier in der Stadt umsehen. Ja, das macht mehr Sinn, als bis ans andere Ende der Karte zu laufen. So, also, hier ist der Schmied, das wissen wir schon mal. Hier ist die Taverne, wo die Kommandantin ist, wo wir schlafen können. Hier ist die andere Taverne, wo man auch verkaufen kann. Aber die Preise waren halt ein bisschen komisch. Na gut, dann schicken wir mal Imuren auf Beutezug. Die ganzen Sachen verteilen wir auf die anderen Leute. Und dann schauen wir mal, wie es mit ihren Diebeskünsten so aussieht. Ja, alles voll mit Krimskrams. So. So, Imuren. Dann hauen wir rein.
So, in dem Haus waren die Spinnen, das wissen wir auch noch. Hier sind lauter Hinterhöfe. Na gut, aber das mache ich auch im Zeitraffer, denn ich denke mal, die meisten Häuser werden einfach nur ganz normale Wohnhäuser sein, wo man ein paar Goldmünzen stehlen kann. Das war's dann auch. Kurzer Zwischenbericht, wie es mit Immerins Beutelzug gelaufen ist. Wir haben jetzt die ganzen Häuser, die hier, die, das und dieses Anwesen hier ausgeräumt. Beziehungsweise die beiden haben wir nicht ausgeräumt. Das scheinen, also das eine ist eine Taverne, wo die Hexe davor war mit den drei Leuten, die sie angegriffen hatten. Und hier ist noch ein Geschäft zum brennenden Zauberer. Also wir wissen nicht, ob es eine Taverne ist oder vielleicht Magiebedarf. Müssen wir nachher nochmal gucken. Und das Anwesen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann ich ja mal kurz zeigen. Ihr Inventar war leer, als wir losgelegt sind. Und das haben wir bisher so mitbekommen. Die sechs Sachen waren in dem Anwesen, was ich gerade erwähnt habe. Also ein Unsichtbarkeitstrank ist super praktisch, wenn das im Schattenverstecken gerade mal misslingt. Und wenn man schnell weg muss, weil man zu wenig Lebenspunkte hat. Ist echt genial. Heiltrank, ein magischer Stab und noch jede Menge Schmuck. Also ja. Hätten wir ihre Skills am Anfang ein bisschen mehr erhöht in der Richtung, also nicht um den Schlösser knacken nur, sondern auch im Schatten verstecken, dann hätten wir hier sehr früh sehr viel Gold machen können. Aber so ist es ja auch in Ordnung. Das heißt, ich leere jetzt Immoins Taschen nochmal und schicke sie dann wieder los. Bis später. So, der Diebeszug wird nochmal kurz unterbrochen und zwar schreit er hier die ganze Zeit, hört, hört. Dann wollen wir doch mal hören, was er zu sagen hat. Alle herhören, alle herhören. Auch Befehl des Stadtgouverneurs von Beregorst, Keldas, Ormüll, Lassanders, strahlendster Diener. Und im Interesse seiner Bewohner wird hiermit ein Kopfgeld ausgesetzt auf die Ergreifung des wahnsinnigen Priesters Basilos. Für die Verbrechen wider der Natur, die er begangen hat. Derjenige, der dem Tempel des Morgengesanges Beweise seines Ablebens erbringt, wird nicht weniger als 5000 Goldmünzen Belohnung erhalten. Alle herhören, alle herhören. 5000 Goldmünzen. Schick, schick. Ja, da können wir mit unseren paar Juwelen und Edelsteinen, die wir gefunden haben, nicht wirklich mithalten. Also, Belassius heißt er. Nee, Basilos. Okay. Ja, nur wissen wir leider nicht, wo wir ihn finden können. Ja, wir hören ja. Na gut, ich mache noch kurz die Diebestour zu Ende
Und dann schauen wir uns da weiter um. Eventuell stolpern wir über diesen Basilus.